Tra, 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 la, la. Benno, weißt du, wo wir hier sind? Nee. Guck dich mal um, was da ist. Ui, lauter alte Autos. Aha. Sind wir auf dem Autofriedhof? Nein, doch nicht auf dem Autofriedhof. Wir sind hier in Schramberg. Aha, das ist doch die Fünf-Täler-Stadt. Richtig, da sind wir heute. Da war es ganz toll. Die haben sogar eine Burg. Ja, und was sie hier haben? Was ist denn das? Das ist ein Museum. Ein Museum? Ja. Bäh! Mit lauter alten Autos? Motorrädern. Aha. Mein Museumsleiter? Nein, der ist nicht alt. Der sieht nur so aus. Nein, Benno. Und der hat uns eingeladen. Was? Wir dürfen ganz alleine heute im Museum sein. Ganz alleine? Ja. Weißt du, ist doch geschlossen wegen dieser Krankheit. Ach so, wegen der Bierkrankheit. Wegen was? Wegen der Bierkrankheit. Was denn für eine Bierkrankheit? Corona-Bier. Bello, jetzt lass mal den Blödsinn sein, damit spaßt man nicht, das ist ganz ernst. Aber der Museumsleiter? Der Direktor? Ja, der hat eine ganz tolle Idee. Der Kaffee soll mal vorbeikommen, soll mal durchs Museum gehen, vielleicht ein Stückchen spielen. Was? Mit dem Auto? Ja. Und so gehen wir mit den Kindern zusammen heute durch. Ja, liebe Kinder, herzlich willkommen bei uns hier. Im schönen Museum. Boah. Dann gehen wir mal rein und dann geht's los. Prima. Tschüss. Guck mal, hier geht's ja gleich richtig los. Wieso kriegt das richtig los? Schau mal. Der Onkel da im Auto. Was ist denn mit dem? Der hat's gut. Wieso hat der's gut? Der kann den ganzen Tag Karussell fahren, braucht nichts bezahlen dafür. Ja, du, der will sich nur schön zeigen. Der sitzt in einem Rennwagen. In einem Rennwagen? Mann, wenn der jetzt gleich losfährt, du, das Museum durch, das gibt aber mir vielleicht eine tolle Sache. Nein, Bello. Jetzt kommt er wieder, guck mal. Der sieht aber toll aus. Aha. Ganz schwarze Haare hat er. Ich glaube, das ist ein Italiener. Bello. Aber jetzt wollen wir gleich weitergehen. Schade, ich wäre auch so gerne Karusselle gefahren. Ja, später. Aber jetzt gehen wir weiter und schauen, was es noch ganz Tolles gibt hier. Los geht es. Langsam. Weißt du, was das ist? Nee. Das ist eine alte Musikbox. Eine alte Musikbox? Kann die auch Auto fahren? Nein, das passt nur zur schönen Zeit. Weißt du, das war die alte Zeit in den 60er, 70er Jahren. Ach, da, wo der Elvis aktiv war, der ist ja auch da. Ja, der Elvis ist auch da, gell? Hinter uns und neben uns. Ja, singt der auch? Nein, der singt nicht. Und die Musikbox, kann die noch Musik machen? Ja, ich glaube bestimmt. Man muss nur den Strom einstecken, sich ein Lied wünschen und dann kommt sie automatisch da raus. Das war früher in allen Lokalen so gewesen. Boah, toll. Und neben dran das schöne Motorrad. Guck mal. Ja. Eine richtig tolle heiße Kiste. Ja. Und dann der kleine Automat. Da kann man sogar noch Bonbons rausholen. Und Bubblegum gibt's auch da. Ja, den Bubblegum gibt's auch noch. Das waren auch alles die alten Automaten von früher, die hier auch ausgestellt sind. Und da drüben, da sehe ich ein Pferd. Komm, wir gehen Pony reiten. Nein. Und Mini-Auto fahren. Komm, wir gehen rüber. Schnell. Also, los geht's. Ein richtiges Pferd. Ja, ein altes Schaukelpferd ist das. Und das ist schon ganz, ganz alt. Boah, frisst das auch immer was Schönes? Nein. Hat doch gar kein Heu gekriegt. Nein. Da konnten die Kinder drauf sitzen früher und schaukeln. Und guck mal da, ein Auto für Kinder. Nein, das ist ein Mini-Auto. Boah, toll. Also hier gibt es ja ganz tolle Sachen zu sehen. Ja, Bello, wir gehen mal weiter. Komm, mal gucken, was wir noch alles sehen für die Kinder. Ja, da hinten ist noch ein Fiat. Ein Fiat ist da hinten. Und da oben, guck mal, da ist der Martin Sauter. Wer ist denn das? Weiß ich nicht. Aber ich weiß das. Der Martin Sauter ist nämlich der, der hier die ganzen Autos gesammelt hat. Was? So wie andere Briefmarken sammeln? Ja. Der hat nur Pech gehabt. Warum? Der konnte sich ins Album kleben. Dafür hat er auch hier das schöne Museum, wo alles drinsteht. Boah, toller Mann. Ja,
und jetzt geht's weiter. Los geht's. Auf. Bis gleich. Guck mal, was wir hier sehen. Ja, ein altes Polizeifahrzeug. Ja, ein tolles Motorrad. Ja, und ein Beiwagen. Oh, guck mal, wie die aussehen. Ja. Waren das Zahnärzte früher? Nein, das waren doch keine Zahnärzte. Nein? Nein. Aber die haben doch einen weißen Kittel an. Ja, das war wohl früher. Und grüne Hosen haben sie an. Ja, man hat auch früher gesagt, die grüne Minna dazu. Ah. Und dann hatten die das Motorrad, den Beiwagen. Und dann konnten die ganz schön überall hinsausen. Ja. Können die heute auch gebrauchen. Ja. Da können sie durch die Parks fahren und kontrollieren, ob alle noch ganz brav schön Abstand halten voneinander. Habt ihr gehört, Kinder, das wisst ihr doch, gell? Ihr müsst ganz schön Abstand halten. Das am besten, damit ihr nicht krank werdet. Wäre ja schade für euch. Ja, und dafür ist auch die Polizei unterwegs. Und der Ordnungsdienst. Und der Ordnungsdienst. Der Städte. Und die haben eine ganz schwere Aufgabe. Ja, die müssen sich manchmal ganz schwere Sachen anhören, nur weil sie es gut meinen und den Leuten erklären wollen, dass man jetzt in diesen Zeiten sehr vorsichtig sein muss. Ja, aber jetzt gehen wir weiter. Komm, da gibt's noch so viel zu sehen. Auf geht's. Bis gleich. Oh, wo ist denn hier gelandet? Lauter tolle Automaten. Ja, ein ganz toller Raum ist das ja hier, du. Mit ganz alten Gerätschaften. Guck mal hier, ist das nicht toll? Ja. Die bewegen sich ja sogar. Oh! Da gehen wir mal rund miteinander, hä? Ja, lieber Videofilmer, mach doch mal einen schönen Rundgang davon. Dann kommst du gleich wieder zu uns. Oh ja, also, lauf los. Was ich wollte sehen, wenn ihr alles habt. Also, los jetzt. Und zeig mal, was du alles Schönes hier hast. Auf geht's. Spannend. Habt ihr das gesehen, Kinder? Hier ist ganz toll im Raum. Da müsst ihr mal hinkommen. Also, wir gehen jetzt weiter. Tschüss, bis gleich. Kaspar, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ja, du, das ist doch ein richtiges Erlebnismuseum. Nicht nur Autos? Nein, siehst du doch hier, guck mal. Das war eine Küche wie früher. Boah, so sah das aus. Ja. Und das Baby ist auch da. Ja. Ganz original mit Lederhose. Mhm. Und guck mal, die alten Teller. Die waren ja gar nicht aus Porzellan. Nein, das waren Blechteller früher. Boah, ist das toll. Das alte Waschbecken. Ja. Ganz original. Ganz original, hä? Ja. Boah, da kriegen die Kinder mal einen richtigen Einblick, wie es früher ausgesehen hat. Und gehen wir da rüber und guck mal da. Was ist denn da drüben? Lebensmittelknöpfle. Komm, wir gehen mal rüber und schauen mal uns das drüben an, den Laden. Oh ja, hat der Laden auch geschlossen? Bello, ist ein Museumsladen. Ach so, der darf aufmachen? Ja, alle Läden dürfen aufmachen, aber nur zum persönlichen Einkauf. Und man soll auch immer schön Abstand halten heute in den Läden und in den Einkaufszentren. Ist ganz wichtig. Ja, und spucken darf man auch nicht. Nein, spucken darf man auch nicht. Und so sah es früher aus? So sah es früher aus. Boah, guck mal, die tollen, vielen, schönen, großen Maggi-Flaschen. Und richtig, was ist das für Seife? Das ist die alte Kernseife. Die hat man früher genommen, auch zum Waschen und auch genommen zum Saubermachen für die Sachen. Und das ist ganz gesund. Ui, ist das toll. Und Sprudel gab es auch schon. Sprudel gab es auch schon, ja. Guck mal die lustigen Flaschen an. Die haben ja noch gar keinen Korken drauf. Nein, sie haben einen Bügelverschluss noch gehabt. Und das hatte man früher auch ein Tante-Emma-Laden. Heißt die Tante Emma? Nein, man hat so gesagt, weil man alles dort bekommen kann, was man braucht. Nicht nur die Lebensmittel. Oh, schön. Und Bonbons gab es auch. Ja. Ihr wisst ja, Kinder, gell? Wenn ihr Bonbons esst, müsst ihr die Zähne putzen. Ist ganz wichtig. Ja, richtig, Bello. Aber komm, wir wollen weitergehen. Hier gibt es noch viel mehr zu sehen. Bis gleich. Und wo sind wir jetzt gelandet? Ja, das ist ein Friseurladen. Original, wie er ganz früher war. Mann,
Wenn man das mit dem heutigen Friseurleben vergleicht. Ja, da sah es ein bisschen anders aus früher noch. Hä? Ja, guck mal die Hauben an. Ja, hä? Die mussten die Frauen sich um den Kopf ziehen. Mhm. Und dann wurden da die Haare mit fertig gemacht. Boah, was die für tolle, schöne Stühle hatten. Hä? Ja, hä? Also, weiter geht's. Das war der Friseurladen, Kinder, früher. Hm? Jetzt, guck mal, der Polizist an. Ja, ein alter Verkehrspolizist. Weißt du, früher gab es noch gar keine Ampeln. Da musste die Polizei den Verkehr regeln. Ah. Und da gab es einen ganz tollen Spruch. Ein Spruch? Ja, das hieß immer so. Siehst du Brust oder Rücken, musst du auf die Bremse drücken. Ah, das haben Leute gemacht. Ja. Sonst hätten sie auch umgefahren. Sonst hätten sie da umgefahren, hä? Also die Polizei hat den Verkehr geregelt. Und heute passt sie auf im Straßenverkehr, dass alle ordentlich fahren, damit alle gesund immer wieder nach Hause kommen. Toll, ein Lob an unsere Polizei. Ja, auch gerade in jetzigen Zeiten können wir froh sein, dass wir sie haben und dass sie auf uns aufpasst. Danke, liebe Polizisten. Du nicht, du bist alt. Sogar ein richtiges Kasper-Theater haben wir im Museum. Wo ist denn das Kasper-Theater? Na hier, extra eine Bühne für uns gebaut. Nein, Bello. Weißt du, was das hier ist? Das ist eine ganz große Ausstellung von lauter Victoria-Motorrädern. Und das hier soll ein Verkaufsraum sein. Ach so, deswegen sitzt der Onkel so da. Ja. Ich hab gedacht, mit dem Bauch rum. Das sah so nach vorne nicht aus. Bello. Nein, man wollte damit den Leuten zeigen, wie das früher zuging, wenn man dann ein Motorrad sich kaufen wollte. Und dann hat man wie heute, natürlich ganz modern heute, so einen Raum gehabt. Da saß die Verkäufer drin. Ah, Mann, was du alles weißt, Kasper. Ja, ich kenne auch den Museumsdirektor persönlich. Ach so, und ich habe gedacht, du wärst schon so bekannt. Nein, komm, wir gehen weiter. Nein, zeig doch mal die ganzen schönen Motorräder. Das lohnt sich doch. So sieht man ganz selten. Ja, lauter verschiedene Sorten sind das. Und die hatten früher eine große Halle wie eine kleine Messe. Da wurden die alle ausgestellt. Da konnten die Leute kommen, sich alles angucken und dann auch kaufen. Und dann auch kaufen, genau. Das war der Onkel hier. Das war der Onkel hier. Hallo, Verkaufsonkel. Aber Bello, wir wollen schnell weitergehen. Wir haben noch so viel zu sehen hier in dem Haus. Ja, ich merke das schon. Boah, bis gleich. Tschüss. Sind? Das sieht aus wie eine Tankstelle. Ja, eine ganz original alte Tankstelle. So sah es früher aus. Da hat der Tankwart ja noch mit der Hand pumpen müssen. Ja, das ist nicht so bequem wie heute gewesen. Da gab es noch Tankwarte. Weißt du, da wurden noch die Fensterscheiben geputzt bei den Autos. Hinten und vorne? Hinten und vorne, genau. Und der hat dann nach dem Öl geschaut und nach dem Wasser geschaut. Das war doch richtig ein großer Service an den Tankstellen. Ja, und heute? Heute geht alles ganz automatisch. Da muss man alles selber machen. Da war es früher ja viel besser. Ja, gell? Und guck mal, wie der schön eingeführt hat da vorne. Wie denn? Zeig mal. Komm, wir gehen mal gucken dann. Der Schlauch ging hier vor. Siehst du das? Ui, also, das sieht man gar nicht mehr. Jetzt sieht man mich wieder. Tatsächlich. Und dann wurde von oben der Tank befüllt. Siehst du? Boah, ja. Und so haben früher die Tankstellen funktioniert. Und jetzt geht's gerade weiter. Bis gleich. Wo sind wir jetzt gelandet? Ja, Bello, es gab eine ganz schlimme Zeit in Deutschland. Die Kinder, die wissen das gar nicht mehr. Wir hatten mal einen ganz schlimmen Krieg gehabt. Ein Krieg? Ja. Wurden da Menschen totgeschossen? Oh ja, ganz, ganz viele. Weißt du, und da war der Krieg endlich mal zu Ende. Und da mussten die ganzen Leute auf die Flucht gehen. Weil da kamen nämlich die Siegermächte und haben das Land besetzt. Und dann mussten die fliehen aus ihren Häusern. Schau mal, und da mussten die in solch ein Zimmer wohnen. Das war alles? Ja, das war alles, was die hatten. Ein krummes Bett. Ja. Guck mal, das Baby in der Wiege drin. Ja, gell. Und ein Kohleherd noch. Ja. Und ein Bügeleisen auf dem Ofen stehend. Bello, und da mussten man die Leute hausen drin, viele Jahre, bis sie endlich dann wieder mal eine richtige Wohnung bekommen hatten. Weißt du, es war ja alles kaputt. Der Direktor geht mal mit hin und zeigt uns, wie das ausgesehen hat. Ja, das war eine schlimme Zeit. Das war eine schlimme Zeit, Bello. Ja, zum Glück erleben das unsere Kinder heute nicht mehr.
Hoffentlich. Ja. Frieden ist ja auch viel schöner. Sich vertragen, miteinander spielen, egal aus welchem Land man kommt, welche Religion man hat. Richtig, Bello. Man soll Freunde sein. Aber die Kinder, die sind immer Freunde miteinander. Da können die Erwachsenen viel von lernen. Ja, das ist wahr. Komm, wir gehen mal weiter. Wir zeigen dir mal was noch. Gut, los geht's. Ein Bauspielplatz? Nein, Bello. So sah es früher aus nach dem Krieg. Da waren viele, viele Städte und Dörfer waren zerbombt. Zerbombt? Ja, da haben die Bomben vom Himmel geworfen und da waren die ganzen Häuser kaputt. Dann sah es so aus. Oh, noch viel schlimmer in den großen Städten. Aber, weißt du, die fleißigen Frauen und Männer nach dem Krieg, die haben geschafft und geschafft und geschafft und alles wieder aufgebaut. Und in so kurzer Zeit haben wir das schöne Deutschland jetzt wieder zu sehen. Die alten Städte wurden restauriert und sahen aus wie früher. Boah, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Nee, das war eine Zeit, da musste man hamstern gehen, musste gucken, wie man was zu essen bekommt. Ja. Ja. Da geht es heute richtig gut. Ja, das geht uns heute richtig gut. Da sollten wir viel öfters mal dran denken, ihr lieben Kinder, wie gut es uns allen geht. Und so wie hier sieht es doch in vielen Ländern der Welt aus. Ja, ich weiß. In Syrien auch zum Beispiel. Und noch viele mehr in anderen Ländern, wo es so aussieht und die Menschen auf der Flucht sind. Und deswegen sollten wir auch zu den Flüchtlingen auch ganz gut sein. Und ganz lieb zu denen sein. Die haben schon viel durchgemacht, wie unsere Eltern früher auch und die Großeltern vor allen Dingen nach dem Krieg. Und die waren auch froh, als man ihnen helfen konnte. Ja, das ist wahr. Jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Hier. Das ist eine Schulklasse, wie sie früher ausgesehen hat. So sah das aus? Ja. Guck mal, eine richtige Tafel. Aus Schiefer war die noch. Da hat man mit Kreide drauf gemalt und geschrieben. Weißt du, es gab nach dem Krieg 500.000 Waisenkinder. Was ist ein Waisenkind? Ein Waisenkind ist ein Kind, das kein Papa und keine Mama mehr hat. Die waren alle im Krieg geblieben. Oh, so viel. Ja, und die mussten sehen, wie sie was zu essen kriegten. Die waren unterernährt. Manchmal hatten sie auch nur Schuhe. Die hatten ein paar Schuhe für die ganze Familie. Und dann? Ja, und wenn dann die Kinder größer wurden, wurde vorne die Sohle aufgeschnitten. Da guckten die Füße raus. Ja, da guckten die Füße raus. Es war eine ganz, ganz schlimme Zeit in Deutschland. Und heute... Da geht's uns so gut. Und wir wissen gar nicht oft, wie gut es uns geht. Ja. Und die Kinder wollten immer zur Schule gehen. Das war ganz wichtig für sie. Alle wollten lernen. Ah, na, das müssen sie heute aber auch. Das müssen sie auch. Aber manchmal wollen sie gar nicht so gerne. Aber ihr müsst wissen, Kinder, ihr lernt nicht für die Lehrer. Ihr lernt fürs Leben, für euch. Das ist wahr. Und deswegen ruhig immer wieder schön fleißig mitmachen und Schularbeiten machen und in der Schule aufpassen. Denn nur wer in der Schule was wird, der wird auch im Leben was werden. Toll gesprochen, Kasper. Ja, aber jetzt geht's gleich weiter. Was ist das hier? Das ist nur eine richtige alte Motorrad- und Fahrradwerkstatt. Und der Mechaniker? Oh, der sieht aber gut aus. Ja, der hat nicht nur die Motorräder repariert, auch noch ganz viele andere Sachen, die Leute hatten, was kaputt war. Und dann ging man zu einer Werkstatt wie hier und der konnte, ein Allrounder sagt man auch dazu, der konnte alles reparieren, was irgendwo mit Motoren zu tun hatte. So sah das aus. Ja, so sah das aus. Kaum wiederzuerkennen heute. Nein, aber man sieht ja, nach dem Krieg muss man sehr viele Einfälle haben, um mal wieder weiterzumachen. Schau nur. Da hinten habe ich was gesehen. Eine Eisenbahn. Ja, ein alter Zug. Komm, da gehen wir mal hin. Hä? Oh ja, guck mal. Da sitzen ja sogar Leute drin und Kinder. Ja. Ein Touristik-Sonderzug. Seenachtsfest. Tuttlingen, Konstanz, Rottweil. Und Schramberg. Da fuhr dann der Bus weiter von Rottweil, vom Bahnhof, bis nach Schramberg. Guck mal, wie die süß aussehen. Eine richtig alte, schöne Eisenbahn. Ja, guck, eine ganze Familie. Schaut mal rein in die Familie. Hm? Jetzt guck mal da rein. Guck mal. Ja, guck mal der Kleine an. Der hat einen Tiroler Hut auf und Lederhosen. Ja, so sahen die Familien früher aus. Und die Eisenbahnwagen sahen auch so aus. Na, da geht's heute aber moderner zu. Da geht's heute viel moderner zu, ja. Aber war auch eine schöne Zeit bestimmt. Ja, besinnlicher als jetzt auf jeden Fall. Man hat noch viel Spaß gehabt dabei. So wie jetzt vielleicht auch, dass eine Chance ist, mit der großen Krankheit wieder auf die Familie sich zu besinnen, gemeinsam wieder mal Spaziergänge zu machen. Als Familie? Als Familie dürfen wir das.
Die dürfen auch Spaziergänge machen, aber möglichst sich immer schön Abstand halten von anderen Leuten. Ja. Und dann kann man die Natur erkunden. Vielleicht auch mal eine Chance wieder für uns, was ganz anderes kennenzulernen wie früher. Nicht mit dem Auto überall hinrasen, sondern wieder mal spazieren gehen. Ein schöner Osterspaziergang ist auch bestimmt schön. Ja, das reden wir nochmal an Ostern drüber. Aber jetzt geht's weiter. Ja, hier ist eine ganz besondere Ausstellung, nochmal ein Raum mit ganz originellen Autos. Geh mal rum, Kameramann, zeig das mal, das lohnt sich. Ja, guck mal, ein Fulda-Mobil ist da von 1955 und ein... Tolles Foto noch, ein Auto. Ja, ganz lustige Sachen sind hier. Und ein Motorroller ist auch da, guck mal, und das Auto hier vorne. Ohne Dach und ohne irgendwas. Ja, ein tolles Auto ist das. Und dann ein Allwetterauto ist da noch. Mhm. Und da hinten sehe ich noch was ganz Tolles. Schnell, da will ich mal hin. Boah, was sind das für alte Kisten hier? Tempo. Ja, das war auch eine Marke früher gewesen, von Tempo. Und die haben so kleine Lieferwagen gebaut. Schöne Tankstelle wieder. Ja. Und der Tankwart steht da hinten. Ich glaube, der friert. Nein. Und guck mal die Autos an, wie die aussahen. Ganz toll. Ja. Dreiradauto. Ein Dreiradauto war das noch. Gell? Guck mal, da wurde mit dem Lenker das Vorderrad bewegt. Ist das toll hier. Jetzt habe ich was ganz Tolles gehört. Was denn? Das sind ganz seltene Fahrzeuge. Ganz seltene? Die gibt es nur einmal auf der ganzen Welt. Ja? Haben die Leute sich alle nach dem Krieg selber gebaut. Hey! In ihrer Garage zu Hause, damit sie ja wieder ein bisschen mobil wurden. Und da hinten, guck mal, das da hinten ist die Jeannette. Und wer ist Jeannette? Jeannette war die Tochter von dem Erbauer. Und? Die hat das, guck mal, aus kleinen alten Reifen gemacht und futuristisch aufgebaut. Und dann sind sie mit dem Fahrzeug losgefahren. Ja, ist das... Steht's ja noch, guck mal, Berlin, Luzern, Milano, überall hingefahren. Mit diesem kleinen Fahrzeug? Ja, und die Tochter, die durfte immer da drauf stehen und durfte hupen. Hupen? Ja, ich guck mal, ob sie noch geht. Meinst du?